Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute geben wir uns einen neuen Track von Gio. Er hat wieder was hochgeladen. Ihr habt mich bombardiert und meintet, dass es ein nicer Track ist, der mir gefallen wird. Und ich muss ja sagen, ich mag Gio sehr, sehr gerne. Ich höre mir am liebsten so von ihm nicht unbedingt den Battle-Stuff an, sondern eher diese tieferen Sachen, die ehrlichen Sachen, die Tracks, die einen vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Die mag ich sehr, sehr gerne. Und der hier könnte einer davon sein, denn er heißt Weitermachen. Produziert ist der wieder von D-Rush. Und ja, Freunde, geht jetzt auf jeden Fall schon mal alle rauf. Und lasst auf jeden Fall Liebe da. Und gönnt nochmal ein Like. Und da würde ich sagen, hören wir zusammen rein, Leute. Ich bin gespannt, wie der Track ist. Let's go. Fängt schon mal nice an. Du hast den Termin verpasst, ich spreche wieder meine Drohung aus. 60% Sanktion, wieder keine Kohle drauf. Und weil du statt die Miete zu zahlen Drogen kaufst, fliegst du schlussendlich aus der Wohnung raus. Weitermachen, du sitzt schweigend in der Schule und darfst nichts sagen. Denn es gibt immer wieder einen Grund, wofür sie dich schlagen. Pausen klingeln, wie sollst du den nächsten Schritt wagen? Obwohl du weißt, dass sie auf dich warten. Weitermachen, weil dir... Okay, doch, das fühle ich. Das hat so ein bisschen die Du bist Boss Vibes, weißt du? Oder, Dings, wie heißt das von Bushido oder seine Lied? Alles wird gut, so ein bisschen sowas. Alles wird gut und du bist Boss-Vibes. Fühle ich. Muss ich sagen, solche Tracks fühle ich in letzter Zeit umso mehr, weil ich mir sowas echt gerne angehört habe in letzter Zeit. So diesen Motivationsstuff und sowas, habe ich mir gerne angehört vor kurzem. In der Schule und das nicht sagen, denn es gibt immer wieder einen Grund, wofür sie dich schlagen. Pausen klingeln, wie sollst du den nächsten Schritt wagen? Obwohl du weißt, dass sie auf dich warten. Weitermachen, bei dir ist alles cool, es wird dir nicht schwer gemacht. Du rufst deine Mama an, wenn du was auf dem Herzen hast. Du hörst das Telefon klingeln und tippst den Hörer ab. Sie sagen dir, sie starb an einem Herzinfarkt. Weitermachen, du bist viel unterwegs und treibst dich oft auf Partys rum. Doch die letzte Zeit bringt dich die Schmerzen in deinem Magen um. Du gehst zum Arzt, er guckt nach und sagt dir dann den Grund. Es ist Krebs im letzten Stadium. Weitermachen. Was passiert, ist scheißegal. Weitermachen. Man hat mit dir keiner Plan. Weitermachen. Was bleibt dir denn für eine Wahl? Weitermachen. Du musst weitermachen. Ja, du musst weitermachen. Was passiert, ist scheißegal. Weitermachen. Man hat mit dir keiner Plan. Weitermachen. Was bleibt dir denn für eine Wahl? Weitermachen. Du musst weitermachen. Ja, du musst weitermachen. Boah, Gänsehaut, Jungs, ihr kennt mich, Alter. Das ist wirklich ein Track für mich. Das ist wirklich ein Track für mich. Boah. Gerade von Leuten wie Gio, wo man ja weiß, die hatten das nicht immer einfach. Die hatten harte Struggles im Leben und haben sich hochgekämpft und kämpfen immer noch. Ja. Gerade von solchen Leuten fühlt mir das viel, viel mehr noch, finde ich. Wenn man weiß, okay, die haben wirklich Scheiße gemacht, aber haben sich rausgekämpft, rausgefightet. Boah. Leute, das ist wirklich ein Track für mich. Das ist wirklich ein richtig schöner, schöner Track für mich. Fühle ich. Wichtige, wichtige Songs sind sowas, Freunde. Wichtige Songs. Alter, fühle ich jetzt schon. Also ich weiß einfach jetzt schon, dass er damit, keine Ahnung wie vielen Leuten, selbst wenn es nur eine Person ist, in irgendeinem Moment helfen wird oder schon geholfen hat vielleicht. Dir denn für eine Wahl? Weitermachen. Du musst weitermachen. Ja, du musst weitermachen. Deine Frau und machst dir alles recht, doch bist an diesem Tag durch einen Zufall nicht so lange weg. Fast zu Hause, du kannst nicht glauben, was du dann entdeckst, denn sie liegt mit deinem anderen Mann im Bett. Weitermachen. Jedes Jahr aufs Neue wird das ganze Zeug gepackt. Neue Wohnung, neue Schule, so spielt sich das häufig ab. Und genau jetzt, als du endlich ein paar Freunde hast, sagen sie, ihr zieht in eine neue Stadt. Weitermachen. Du machst mit bei einem Battle und wirst dann zerfetzt. Irgendwelche Lügen verbreiten sich überall im Netz. Ein paar Proleten, die meinen, das wäre alles echt, suchen dann auf einmal auf der Straße Stress. Weitermachen. Das ist, was ich meinte, mein Real Talk. Wir wissen, Gio hatte echt den härtesten Kopffick, den man sich, glaube ich, nur vorstellen kann für eine Zeit lang. Auch noch privat und dann dieses Battle-Ding zeitgleich so. Boah, stark. Einfach stark. Einfach wirklich, wirklich stark, Freunde. Geht wirklich, bitte geht wirklich jetzt nochmal rauf auf das originale Video und lasst da nochmal einen Kommentar da. Lasst Like da, lasst Liebe da. Würde mich freuen. Die meinen, das wäre alles echt.
Wochen dann auf einmal auf der Straße Stress. Weitermachen. Du liegst jeden Tag im Bett und du siehst selten Licht. Es ist nicht die Welt an sich, es ist deine Weltansicht. Endlich stellst du dich, Diagnose Depression. Doch die Antidepressiva helfen nicht. Weitermachen. Was passiert ist scheißegal. Weitermachen. Man hat mit dir keiner Plan. Weitermachen. Was bleibt dir denn für eine Wahl? Weitermachen. Du musst weitermachen. Ja, du musst weitermachen. Was passiert ist scheißegal. Weitermachen. Man hat mit dir keiner Plan. Weitermachen. Was bleibt dir denn für eine Wahl? Weitermachen. Du musst weitermachen. Ja, du musst weitermachen. Jeder von uns hat schon irgendeinen Scheiß erlebt und dann bemerkt, dass sich die Erde trotzdem weiter dreht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es ist dein Problem, denn bis zu dem Tod bleibt für keinen von uns der Zeiger stehen. Es klingt hart, doch so ist diese Welt gestrickt. Keine Interesse, solange es uns sich selbst betrifft. Schlussendlich wirst du mit deinen Problemen allein gelassen und dir bleibt gar nichts anderes übrig als weitermachen. Was passiert ist scheißegal. Weitermachen. Man hat mit dir keiner Plan. Weitermachen. Was bleibt dir denn für eine Wahl? Weitermachen. Du musst weitermachen. Ja, du musst weitermachen. Was passiert ist scheißegal. Weitermachen. Man hat mit dir keiner Plan. Weitermachen. Was bleibt dir denn für eine Wahl? Weitermachen. Du musst weitermachen. Ja, du musst weitermachen. Bruder. Also wer da nicht den puren Motivationskick fürs Leben einfach bekommt. Einfach fürs Leben, einfach sagen, ich habe jetzt gerade dieses Gefühl, ja Mann, ich muss was aus diesem Leben machen, so wisst ihr? Kennt ihr das Feeling, habt ihr das auch? Real Talk, Alter. Freunde, kleines, großes Mini-Fazit. Das ist ein sehr guter, schöner, wichtiger Track, Alter, boah. Also wirklich Props an Gio. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, so einen guten Motivationstrack rüberzubringen oder zu machen, der sich nicht forced anfühlt, der sich nicht so anfühlt, ja, wir machen irgendwas mit Message, kommt gut an, sondern wirklich, man merkt bei ihm so, er hat ja wirklich seinen Struggle gehabt, er hat es ja selbst erzählt mit einem Part in dem Track jetzt, und sowas fühle ich einfach krass, Mann, egal in welcher Lebenssituation du bist, ich denke immer dran, es gibt Leute, die haben es millionenmal schlimmer als ich, es gibt Leute, die haben keine Ahnung was für Sachen durchgestanden. Und wir beschweren uns halt über so Kleinigkeiten, so ein Beispiel, was ich oft nehme, wenn man irgendwie eine halbe Stunde auf einen Zug warten muss. Klar, ist scheiße, man fuckt sich dann den ganzen Tag drüber ab oder mehrere Stunden, was eigentlich komplett sinnfrei ist. Man muss eigentlich sagen, ja, scheiß drauf, Mann. So, wir haben das Glück, am Leben zu sein und wir müssen einfach das Beste draus machen, Alter. So cheesy und so klischeehaft es sich anhört. Man muss einfach die Zeit ja so gut verbringen, wie es geht, Digga. Deswegen immer weitermachen, immer nach vorne. Es bringt nichts aufzugeben. Es hat keinen Grund aufzugeben, weil selbst wenn du aufgibst, das Leben geht weiter so. Das ist das Problem. Denn lieber durchkämpfen, durchbeißen, Alter. Boah, stabiler Track, Alter. Direkt Mindset gepusht. Fühle ich zu sehr, Leute. Es ist nicht die Welt an sich, es ist deine Weltansicht. Real Talk, Freunde. Geht nochmal alle rauf und lasst da bitte Liebe da bei Gio. Und ja, Freunde, lasst mal eure Meinung gerne zu dem Track in den Kommentaren. Da geht's euch ähnlich. Habt ihr auch so einen Motivationskick bekommen? Würde mich mal interessieren. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo natürlich. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich mir noch ansehen soll, was vielleicht die Tage rausgekommen ist, was ich verpasst habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.